Duits. Hans, welkom. We zijn hier am LSD-Konferenz. En dat is natuurlijk voor Albert Hofmann. Eerst mal über Albert. Welke indruk had der Mensch op dich gemacht? Also Albert Hofmann ist für mich ein sehr klarer Wissenschaftler, der die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft, wissenschaftlicher Erkenntnis, Wirkung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Befindlichkeit des Menschen dabei immer in den Vordergrund gerückt hat. Also es ist keine Beliebigkeit, sondern die Wechselwirkung zwischen dem, was er entdeckt hat, was er gemacht hat und wie das auf die Psyche, seine Psyche, auf die Psyche seiner nächsten Menschen wirkt, das hat er sehr genau studiert. Und das ist ja eine herausragende Stellung gegenüber vielen anderen Wissenschaftlern. Wenn Sie das so sagen, dann denke ich, in Amsterdam sagen die Juden, wenn einer wirklich aussteckt, dann sagen sie, er ist ein Mensch. Ja, er ist ein Mensch, durch und durch Mensch, menschlich denkend und nicht ein Wissenschaftsroboter, sondern ein Mensch mit großem Herz und großer Seele. Das ist wichtig. Für dich, Sie sind immer beschäftigt mit Lärm, mit Geräusch, mit Frequenz, mit Musik, mit die Musik der Sphäre. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen, wie Ihre Karriere damit gelaufen ist. Ich habe schon gesagt, das hat angefangen mit etwas, was ich gelesen habe, das Kosmische Oktav. Wie ging es von dann? Ja, also vielleicht wichtig an diesem Kongress ist zu erwähnen, das gehört zur korrekten Quellenangabe. Als ich die Entdeckung machte, hatte ich spitzkegelige, kahlköpfige Pilze, Psilocybe, gegessen, reichlich, frisch aus der Natur, frisch gepflückt und hatte eine Vision. Und diese Vision, weil ich mich mit der Materie gut beschäftigt habe, konnte ich sie nachvollziehen. Naturwissenschaftlich, mathematisch, physikalisch. Und dieses Ding, das war, dass die Frequenz von Musik, dass die Frequenz in unserem Leben auch etwas zu tun hat mit der Frequenz von der Erde. Ja, also dass im Grunde genommen die Harmonielehre und die Schwingungslehre nicht aufhört in dem Frequenzbereich, den wir hören, oder die eine Oktave, die wir noch sehen, sondern dass Resonanzphänomene vom Makrokosmos, also ein Sonnensystem, eine Milchstraße, über den Kosmos, sagen wir Moleküle, bis zum Mikrokosmos, einzelne Atome, durch das Oktavgesetz transponierbar, hörbar gemacht werden können. Habe ich mich in den 70er Jahren, 80er Jahre vor allem mit den Vertonungen von Planeten beschäftigt. Wir haben zum 50-jährigen Jubiläum vom LSD die Horoskopvertonung von dem Molekül gemacht. Also als Albert merkte, wie es wirkt, die Entdeckung der psychotropen Wirkung. Und heute machen wir eben auch Molekülvertonungen durch das Drug-Checking. Wir haben ja so quantitative, qualitative Analysen von Substanzen wie Ecstasy-Pillen untersuchen lassen im Labor. Und das wird ja auch mit Massenspektrometer. Und es gibt ein Infrarotspektrum und Ultraviolettspektrum. Und auch da wieder die Frequenz, die Resonanz. Die Resonanz. Also das, was gemessen wird, physikalisch im Labor, durchs Oktavgesetz vom Molekül, wird es praktisch runteroktaviert in den Hörbereich. Von einem Sonnensystem wird es hochoktaviert. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Frequenzverdoppelung, Oktav bilden und Abbildung, Oktav analog im akustischen Bereich bestimmte Schwingungsmuster. Es gibt auch, denke ich, Frequenzen zwischen Leuten, zwischen uns. Ja. Albert Hofmann ist einer, jedermann fühlt seine Frequenz, resoniert mit der Frequenz von Albert Hofmann. Ja? Ist das auch, sag mal, physikalisch auszuwerten? Sagen wir so. Person kommt von Personare, zum Klingen bringen, zum Durchtönen. Und Albert Hofmann ist eine Person, wie er sagte, schon als Kind. Und da ging es mir eigentlich ähnlich, als Kind das Glücksgefühl zu spüren beim Betrachten der Umwelt. Also bei mir waren blühende Mandelbäume auf dem Schulweg nach Hause, ging bei uns in den Garten rein. Und ich war völlig glücklich und fing an zu überlegen als Kind, warum? Ich habe nicht Geburtstag, es gibt nichts Besonderes zu essen, es ist nichts Spezielles. Und trotzdem bin ich völlig glücklich. Und dann beim Nachdenken über das Glück
kam das Unglück. Aber gemerkt, was ich da eigentlich gemacht habe, war, ja, vielleicht knapp 20 Jahre später, als ich in Zürich im Park saß auf LSD und mir so die Assoziationen wieder, wie war das so als Kind? Und wirklich diese ganzen Bilder vor mir hatte. Was hat das mit Magie zu tun? Sie schildern mir ein Bild von dem, eine magische Welt, ein Kind, der eine magische Welt sieht, der, wo er Einflüsse fühlt, spürt, die nicht, sag mal, im Buch stehen. Ja, im Buch vielleicht schon stehen, aber die man nicht physikalisch beweisen kann. Ich glaube, Magie ist etwas zu bewirken durch bestimmte Formen, durch bestimmte Rituale, ohne dass man unbedingt physikalisch erklären kann oder chemisch erklären kann, warum diese Wirkung eingetreten ist. Also unter Magie fällt alles das, was eine Wirkung hat, aber man kann die Wirkung eigentlich nicht erklären. Sie haben mich hier einmal beeindruckt. Sie haben zur Verteidigung von der Jugend, die damals mit Disco und Techno diese Disco-Partys mit Drugs und so weiter gehabt, haben Sie gesagt, wir können nicht urteilen, wir können kein Urteil haben über die Rituelle der Jugend. Ja. Das müssen die selber machen. Das Wesentliche, was man einer Jugend mitgeben kann, ist seine eigene Erfahrung und die Art und Weise, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse denen nachkommen können und die ausleben können, die eigenen Fantasien. Also es ist nicht so wichtig, dass sie uns irgendwie nachmachen, weil wir vielleicht damit klug oder weise oder sonst was geworden sind, sondern dass der eigene innerste Lebensimpuls in der Gemeinschaft, wenn da neue Rituale sich entwickeln, ja, das Selbstverständnis, ja, auch einer immer stetig wieder neuen Sozialisation. Es entstehen ja immer wieder neue Gruppen, neue Netzwerke, neue Rituale. Und ja, der Wandel macht es aus. Jede Generation braucht für den Ausgleich, für das Fortkommen, für die geistige Freude, für die Lebenslust andere Rituale, die sich wandeln. Mit einer anderen Musik, vielleicht auch einer anderen molekularen Komposition, der mir die Präferenz gibt.